Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kochen genießen. Heute mache ich für euch was Mexikanisches. Heute gibt es Burrito. Zwar mache ich Burrito mit Buttenfleisch, Gemüse und mit Bohnenmus. Dazu zeige ich euch gleich die Zutaten. Zutaten sind heute, wir brauchen Buttenfleisch, das habe ich schon angefangen zum Schneiden, zu den Würfeln. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander. Das Gemüse dazu könnt ihr alle Arten von Gemüse nehmen. Ich habe da Paprika, Karotten, Jungzwiebel, normalen Zwiebel, weißen Zwiebel und roten Zwiebel und etwas Knoblauch. Die Tortillas sind natürlich ganz wichtig. Ihr könnt sie natürlich auch selber machen, aber das sage ich euch dann noch, das Rezept. Ich habe die gekauft, die sind nicht so schlecht. Und fürs Bohnenmus brauchen wir natürlich dann rote Bohnen dazu. Ja, das ist heute im Prinzip ein relativ einfaches und schnelles Gericht. Schmeckt lecker. Man kann das mit allen Arten von Fleisch machen. Ich könnte es auch auf Faschiertes nehmen, aber ich mache es halt so. Es gibt, also man kann Burrito mit verschiedenen Sachen füllen. Man könnte es mit Chili con Carne füllen. Es gibt auch eine andere Art noch, die zeige ich euch auch einmal. So Chimichanga zum Beispiel. Das sind, da braucht man aber viel Öl dazu, weil das mit wird frittiert. Das schmeckt auch lecker, das wird mit so Zwiebel, Rindfleisch und so Sachen gemacht. Wir schneiden das in schöne Würfeln. Das wird dann kurz gebraten. Ja. So machen wir das. Immer auf die Finger aufpassen, die brauchen wir noch. Ich warte schon seit längerer Zeit auf mein neues Geschirr. Ich habe neues Geschirr bestellt zum Kochen. Aber das kommt nicht, so wie der Dings gesungen hat. Na, ich stehe in der Küche und warte auf eine Taxi und es kommt nicht. Also geht es mal mit meinem Geschirr momentan. Also schauen wir mal. So, das haben wir jetzt geschnitten. Dann schneiden wir noch den Zwiebel. Kann schön würfelig sein. So, schauen wir mal. Ich werde jetzt in nächster Zeit auf meiner Homepage www.joachimbayer1.com meine ganzen Rezepte wieder aktualisieren. Ich bin bis jetzt leider nicht dazu gekommen, wenn man einen Vollzeitjob hat, funktioniert das irgendwie nicht so ganz, wie man es will. Ich komme dann zu sehr wenig Sachen, tut mir leid, aber so ist das Leben, man kann oft nicht anders. Nachdem mich Corona ja im Prinzip irgendwo ein bisschen verschont hat, ich habe Gott sei Dank noch einen Job, schauen wir mal wie lange noch, wenn das so weitergeht, aber momentan läuft alles gut und deswegen, aber ich werde versuchen, in nächster Zeit öfters präsenter zu sein, dass ihr mehr seht von den ganzen Sachen, was ich mache. So, wir haben hier eine Pfanne aufgestellt. Mal lassen wir das Öl heiß werden. Da kommt dann der Zwiebel hinein. Und da. So, das Fett ist jetzt heiß. Dann mal der Zwiebel dazu. Thank you.
lassen wir jetzt schön die Farbe nehmen. In der Zwischenzeit kann man ein Topf aufstellen noch. Und das Bohnenmus müssen wir ja auch machen. Auch etwas Öl hinein. Dazu kommt die grob geschnittene rote Zwiebel dazu. Das ist eine schöne Farbe. Vielleicht goldgelb soll das sein. Und dann geben wir schon das Putenfleisch dazu. So, haben wir schön angeröstet. Das Zwiebel röstet auch. Dann kommen jetzt die Karotten da rein. Lassen wir ein bisschen mitdunsten. Dann können wir das Ganze schon etwas vorsalzen. So, der Zwiebel ist auch schon so langsam. Und die roten Bohnen einfach abseilen. Blatt waschen. Dann geben wir die da dazu. Etwas Wasser ablöschen. So, das lassen wir jetzt mal aufkochen. In der Zwischenzeit machen wir da das Burrito-Füller fertig. Seht ihr das? Das dünstet schön vor sich hin. Da kommen dann noch die Paprikawürfeln dazu. Die kommen jetzt kurz vorher dazu, dass sie schön knackig bleiben. Die Karotten habe ich deswegen schon dazu, weil wir die länger brauchen zum Weichwerden. Wir jetzt ein Nebelig, wenn wir das Fenster aufmachen. Pfeffer. Das Bohnenmus kann man auch pfeffern. Dann haben wir da Kreuzkümmel. Etwas Koriander. Wie gesagt, ich habe den schon mehr gekauft und dann kann man schön einfrieren, das macht gar nichts. Das passt schon. Das Ganze dann mal da durchmischen. Wenn ihr das sehen könnt, das duftet schon so herrlich. So, jetzt habe ich die feingeschnittenen Paprika dazu gegeben. Können wir das Ganze noch schön durchrösten lassen.
Etwas Tomatenmark habe ich vergessen zum Sagen. Das auch dazu. Und das tun wir dann mit Wasser löschen. Ich habe da unten einen Bratenrückständer, das löse ich jetzt damit auf. Und dann tun wir das schön dünsten. Ihr könnt das servieren mit einer Guacamole, das wollte ich eigentlich machen, aber ich habe dann keine gescheiten Avocados bekommen. Machen wir es nur so. So schaut es her, so schaut es aus. Oder? Den Knoblauch könnt ihr eigentlich so reinschmeißen, da gehört so ein Bohnenmus dazu. Und tun wir das Ganze mal probieren. Lecker Schmecker. Ne, das schmeckt doch gar nicht. Das Salz. So, und die Fülle ist dann im Prinzip fertig. Qualitätskontrolle. Ja. So, soweit sind wir fast fertig. Wenn Sie wollen, kann man da auch noch Limettensaft dazu pressen. Soweit ist es dann fertig und dann werden wir das in Burrito einfüllen und dann noch ca. 5 bis 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen geben. So, wir haben hier den Burrito, da kommt etwas Bohnenmus drauf. Es ist also heißer, zwar noch ein bisschen flüssig, aber das macht nichts. Fülle rein. Ja. So. Dann die Seitenränder einschlagen. Und so. Ups. Zusammenrollen. Das legen wir dann da so rein. So, schaut's her.
ungefähr 6 Stück. Wenn euch dann von der Fülle was überbleibt, das macht nichts, das könnt ihr ja anders auch essen. Könnt so essen mit Reis dazu oder so. Das passt schon. Wichtig ist, dass die Seitenränder eingeschlagen sind. Reinbringen. Ihr könnt das so ins Backrohr geben oder wenn ihr wollt, ein bisschen Käse drauf. Ihr habt dann Cheddar-Käse, vielleicht könnt ihr auch drauf geben. Passt auch sehr gut. Das sind Gerichte, die lassen sich individuell gestalten. Ein bisschen Fantasie und alles wird gut. Ups, da habe ich fast ein bisschen zu viel erwischt, aber das macht nichts. Das kriegen wir schon hin. Machen wir so und so drüber. Das ist wurscht. So. Passt. So, jetzt schaut das aus und dann tun wir da noch ein bisschen Käse drauf. Mit der groben Reibe einfach so drüber reiben. Oder wenn ihr einen geriebenen Käse kauft, ist auch gut, aber ich habe eben den ganzen. Ich habe da einen Gouda. So, passt schon. Und das schieben wir jetzt ca. 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. So. Die Burritos sind fertig, wir richten das jetzt an. Jetzt schauen wir, ob wir das schön rauskriegen. Eigentlich geht es ja um den Geschmack. Der Geschmack ist gut, ja. Mexikanische Küche ist überhaupt eine sehr geschmackvolle Küche. Mhm. So, schaut's her. Tun wir das. Dann tun wir das noch ausgarnieren. Das bedeutet garnieren. Garnieren. Garnieren bedeutet, dass man etwas schön macht. Verschönt. Und ein kleines Sauerrahm drauf, schau. So. Dann habe ich hier eine Orange abgeschält. Die tun wir halbieren. Halbieren. Und dann schneiden wir so schöne Streifen. Filets, so schau. Also Filets, Halbscheiben. Die drücken wir dann da so ein bisschen rein. Das passt. So, das war's. Das war's wieder mal für uns. Mit Opa, unserer mexikanischen Küche. Caramba! So, ich wünsche euch gutes Gelingen. Ein schönes Wochenende. Tschüss! Tschüss.